aus. Wir müssen uns die Bande mal noch bis weiter akzeptieren. Ich hat sie aber nicht akzeptiert, das ist schon vom ersten Spiel an in Frankfurt, weil ich schon den Trainer rausrufe dort. Das ist schon mal spannend. Jetzt nicht akustisch im Stadion, aber überall. Das kann ich schon verstehen. Dasselbe Leute schreien aber von Kontinuität. Es wäre doch jetzt fatal, den Trainer rauszuschmeißen, weil dann, wie soll man Kontinuität bewahren, wenn er das jetzt nicht regeln darf? Genau so sieht es aus. Es geht jetzt eigentlich in meiner Aussicht darum, die Mannschaft zu sondieren. Wer hat überhaupt noch Bock? Ja. Hat mir gestern gesehen, was es für Probleme gibt. Ja? Wenn die Spiele, die so einen Schnitt zum Zug kommen. Das heißt also, es sind ja im Grunde Ergänzungsspieler gewesen, aber irgendwie Ergänzung war es nicht, ne? Beziehungsweise nicht mehr als eine Ergänzung. Ja? Der Wenninger, der war schon stark. Dann drücke ich es mal so rum aus. Dann war es einfach nur gute Oberligaspieler. Aber nicht für unsere Ansprüche. Guten Tag. Hi. Guten Tag, Jan. Servus. Na, alles klar? Ja. Servus. Pascal, der neue spielt doch noch, ne? Etwas länger hoher 17 oder was ist es? Genau, das ist der neue. Oh, warte, das haben wir uns früher gerade schon gedacht. 17, Alter, steht er doch. Als Heike ist normalerweise, was das betrifft. Japaner. Genau. Und ich glaube, es ist Japaner. Ja, das hört sich so an. Komm schnell zu! Manu, komm langsam! Noah! Komm, so, ich mach Druck! Kein Foul! Gut, Aki! Hey, Noah! Geht doch, komm! Ja, Mann! Zeit! Hey! Lukas! Ja, Noah! Ja, gut! Noah! Ja, hey, Männer, komm! Ich hätte dir letzte Woche aus der Hand rausgefilmt. Bis auf das eine Tor. Und das war ein Change-Tor. Scheiße. Eisklasse ist nicht mehr auf dem Platz. Ja. Ja gut, wenn ich den Teller von der Kamera vom Stativ vergesse, dann geht das auch nicht. Cool. Schiedsrichter, der kommunikativ ist. Finde ich gut. Er bewegt sich auch. Guck mal, ist außerhalb vom Kreis. Ja, ja. Ja. Aber mir. Trotzdem, der Schiedsrichter beim Spiel in Bübingen, die Blies, das war für mich bis jetzt immer noch ein Pechritter diese Saison. Ja, allein die Ansage. Ja, da hast du recht. Ja, aber es war Ruhe, es war Ordnung auf dem Platz. Die hat zwei Ansagen gemacht, die knallhart waren und alle haben sich dran gehalten. Und schon war es ein relativ gutes Fußballspiel. Dann war es in Ordnung. Und bei anderen, die einfach, ne,
dumm labern, durchgehen halt lassen. Wie die Autorität besitzt. Genau. In der Art dieses. Ja. Ich meine, klar, mir redet über die Kreisliga, dass das natürlich kein Top-Schiedsrichter sind, ist auch klar. Aber im Umkehrschluss, man kann doch miteinander schwätzen. Und man sollte miteinander schwätzen. Das heißt, dass das kein Top-Schiedsrichter sind, manche sind aber genau deswegen gut, weil sie halt Kreisliga kennen, also die Spieler kennen. Ja. Und dann haben sie dann auch in der Hinsicht die Qualität, gute Leistungen zu bringen. Pokalspiel, KSA, wo stehst du? Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Gut, also ich stehe sehr wahrscheinlich, wo ich immer stehe. Das weiß ich nicht, wo du Haupttribüne links davon. Also, okay. Weil es sind sich ein paar Leute angekündigt, die gesagt haben, wir kommen dann zu dem Spiel. Und die würden dann in die Schachhalle? Nö. Du weißt schon, wie das ist, wo man zum Fußball geht und... der Schwätzerhalle tut. Eben. Also wir müssen noch klären, bei dir in der Straße, in diesem kleinen Rondell, da suche ich mir dann einen Parkplatz. Wann bist du etwa da? Von der Uhrzeit her. Wann ist das Spiel? 18 Uhr. 16.30 Uhr ist Eröffnung. Wird das Stadion aufgemacht? Ich glaube, ich muss gucken, wir haben noch einen Termin in der Stadt. Ich weiß jetzt nicht, wann der ist. Auswendig von der Uhrzeit her, aber am selben Tag. Und ja, dann muss ich gucken, wie lange das dauert. Die Stunde bestimmt. Ich kann mir vorstellen, dass es um 14 Uhr aber schon ist, dann wäre ich um 3 Uhr, dann gehen wir wahrscheinlich schon irgendwo was kleines Essen und dann, Sag mal, draußen? Ja. Okay. Gut, Dennis. Nochmal. Bitte. Genau, das wir. Pascal. Hey, Fischer hier, Fabio, ja? Geil. Ja, hast du noch mal Crowntopper Punkt mehr, ne?
Ball kann schon auch sein. Region warnt. Region. Länderpunkt warnt. Ja, Länderpunkt. Ja gut, wenn wir jetzt am Ball bleiben, sagen wir, dass wir lernen, was Saarland kennen. Ne? Ah ja. So in der Bezirksliga ist ja auch hier bis in der Bahn drin, also Saarbrücke warnt, also Regionalverband warnt. Das geht bis zur Landesliga, wo das im Grunde alles hier in der Region ist. Oh, schön aufgepasst. Ja, ja, ist gut. Alte Wald rasch früh nur 10 Minuten 1-0. Alte Wald führt. Naja, das wird uns im Ball. Aber man muss schon sagen, Karlsbrunn hat schien ihn anders, hat sie gefällt mal. Das ist aber auch einer. Aber das ist aber auch einer, der Ansage macht. Sonne käme aus. Dann merke ich es auf immer. Okay. Kommt
Eben auf einer Linie so zum Einsatz, wenn der andere doch der Kiste besser ist, dann macht er schon gleich weiter. Ich würde mich auch Anfang gewundert, wo es dann gehieß, halt, nee, brauchen wir. Und dann aber letztendlich. Zeigt sich, dass die Planung doch richtig war. Das ist auch eine riesige Erfahrung von der Welt. Ne? Hallo, jetzt guck du mal bitte! Dadurch, dass man bei Fennifer was immer 5 Spiel verloren hat, gibt mit der Erfolgsmusik recht. Ja. Egal was wir jetzt gemacht haben. Hand! Also, ich würde auch sagen, das war Hand. Schulbuchmäßig oder Kopfball. Ja, oh, du Eckball. So macht das. Ja. Trainiert, ne? Tja. Ja, aber eigentlich schon in der D-Jugend gelernt. Weißt du, was mit Junge das macht? Genau so. Naja, gut, also ich schon das erste in der C-Jugend gelernt, weil spät sind wir. Ja. Gut, dann gleich nee, Quark. Du lernst du das. Ist auch sehr sinnvoll, seine Mama Standards auch regelmäßig zu trainieren. Es sind halt aber auch Bewegungsabläufe, die du antrainieren musst. Du musst halt auch wissen, wie einer vom Tor reagiert. Na, und jeder reagiert halt anders da und von daher. Nee, nix. Alter. Chris. Manu, hast du? Manu, ruhig. Manu. Komm direkt auf. Das ist natürlich auch schwierig für den McLean, sich da durchzusetzen. Ja. Ja. 1-1 im Alter. Kann ich mir fast keine Dinge, dass das nicht lang Bestand hat. Ja, beide spielt schon, aber du kannst schon zurückgehen, Junge. Der unserer. Ich habe leider nicht aufgepasst. Klar, er spielt der Ball, aber so muss er nicht hinstellen. Oh, die haben Positionswechsel übrigens gemacht, ne? Ja, die haben getauscht. Der hat eben die Ansage, die Anweisung gegeben. Das ist ein Zehner. Ja. Schon gewinnen wir hier nächste Woche Spieler. Ja, da war nix. Weißt du noch nicht? Nee. Mauer! Mach doch welche. Ja, so mit dem anderen Objektiv. Thank you.
Danke, danach. Ich habe gestern wenig Internet gelesen. Aber trotzdem war es geschrieben, oder? Ich dir geschrieben? Warum soll ich dir schreiben? Viel Spaß beim Träumen. Nee, ich habe dir nicht geschrieben. Also, Nee. Wenn, dann hätte ich dich angesprochen. Muss mal echt gucken, dass ich von ihm. Klar, Hinterkopf habe ich jetzt, toll. Gut, den Hinterkopf auf ihn. Boah, schön gespielt. Ja, außen, außen! Ja, gut, Schiri, für dich! Ja, komm, ich genau da. Selber jammerig. Super, Schiri. Da ist jemand jammerig, Junge. Alter, steht heute im Grunde keiner auf dem Platz, also beim Anpfiff. Ja, komm, Blau, hör nochmal. Direkt auf, komm, ja, okay. Ja, komm, gespielt, aber A, keiner mitgelaufen und B, hätte müsste der Kopf noch höher. Ja, ich hätte noch Zeit gerade den Ball anzunehmen und vielleicht noch einen Tick mehr in den Strafraum rinzuziehen. Mhm. Dann wäre das erfolgreich, aber das ist dann schon zu hektisch. Zwei Köpfe, eine Meinung, unterschiedliche Ausdrucksweise. Ja. Liga-Ergebnisse schon mal gehört. Rostock. Ja, das fand ich gut. Ey, aber... Ja. Unfassbar. Feiertag. Feiertag. Klar. Und die kommen immer mit 1000 Leuten. Also gefühlt 1000 Leute, eher mehr. Die Dresdner... Und die Magdeburger, das sind im Grunde die drei große Ostseen. Immer mit einer Haufe kommen. Hier ist ein Auto an mir vorbeigefahren. Auto Kennzeichen LOK. Ich sag mal 13.
Und rat mal, was für Aufkleber er auf dem Auto hat. Lok Leipzig, genau. Bitte! Bitte fest, Aki! Weiter! Was hier schon auch so geil war, Ela ist ja VfB Stuttgart-Fan, ne? Ja. Lars, guck mal noch, Halbzeitstand Stuttgart. Ich gucke noch, will schon nicht wissen. Warum? 3-0. Wie, für Stuttgart? Nee, für Augsburg. Okay. Und dann da, in der nochmal Abpfiff. Guck mal nochmal nach, da habe ich gesagt, will schon nicht wissen, warum? Schalke 05 und Stuttgart 06. Weil die sollten mal Schalke 05. Nicht da nur. Ja, zweite Liga ist auch schön. Andere Vereine wäre froh, sie dürfte zweite Liga spielen. Bei der Papa. Willst du hier runter? Nee, also ich sag mal, Schalke kann doch nicht spielen. Das ist was drin. Wenn man vor dem Tor wieder Ball einfach nicht drin gehen, und dann machen sie den Hof, dann kassieren sie die Tore. Ja. So, aber die VfB, da ist so nix. Weißt du was? In den letzten 4-5 Spielen haben die so abgebaut. Das ist eine gute Zweitligamannschaft, mehr ist es nicht. Mit viel Herz, aber das reicht halt nicht aus. Das ist im Grunde wie Darmstadt. Ja, aber ich hätte nur schon halt immer, dass andere Vereine abstellen wie der VfB Stuttgart. Ne? Ich bin zum Beispiel jetzt froh, dass Hannover abstellen tut. Ne? Dass die nur da nochmal runtergehen. Aber dass Stuttgart noch runtergehen, das finde ich jetzt nicht so gut. Ja, der Enis hat mich die Woche angeschrieben, hast du die Tore gefilmt? Fast alle, ich glaube eins fehlt mal. Und dann hat die Schnipsel zusammen gemacht, eigentlich gesagt, naja, eins fehlt mal. Und er dann, aber doch bestimmt nicht meins. Doch. Nico, einer nur. Der Ballkasten. Gut so, Nico. Nochmal hin. Dicker. Ja, dann komm. Da war schön, was aber auch offen, also mir auffallend wird, dass sie noch mehr schwätzen wie die ersten Spiele da hinten in der Hände. Also erstmal müsste jeder seinen eigenen Platz. Ja? Da kommt es natürlich nicht gut an, wenn irgendeiner auf einmal auf dem Platz anfängt, du Anweisungen zu geben. Weißt du, was ich meine? Ich komme immer ein bisschen nach vorne, geh du noch mal ein Stück zurück. Weißt, wenn das einer anfangen tut, dann ist es auch nicht gut. Also ist man erstmal ruhig. So, aber wenn das dann im Laufe der Zeit, dann kommt das und dann entwickelt sich das auch in der Mannschaft, so wie die Hierarchie. Hm? Und dann ist es auf einmal in Ordnung, wenn dasselbe das dann sagt. Ne? Aber das ist auch immer so eine Sache, die mir unheimlich gut gefallen hat, wenn es auf dem Platz miteinander schwätzen. Also das ist eine Entwicklung, die findet dann statt, der ganze Prozess. Und das ist halt wichtig. Und das, das ist auch halt in dieser Zeit. Also wir denken, die gab es noch nie, die Mannschaft. Ja, die ist so nicht so, dass... Selbst wenn man jetzt einen Neuanfang startet, du, dass so ein Rumpfelf schon gestanden ist. Ja? Doch, die gab es vorher schon. Ja, hol nochmal, Ach so, doch. Ruhig. Ja, selbst wenn 10 neue in der Mannschaft drin kommen, ist so ein Rumpfelf da. Ja. So, und die 10 neue integrieren sich dann. Ja. Aber die, wo jetzt schon länger da sind, die haben dann schon ein gewisser Platz in der Hierarchie. Wenn er, wenn er abgehen hält, der kleine Trainer, dann wäre das ein schönes Spiel für ihn. Oh, die haben schon mal die Seite gewechselt.
Redet miteinander und nicht schimpft miteinander, ne? Du mal was anderes. Ich sehe immer so ein so komischer Stoffhetze da am Rand bei den Spielen, wo ich bin. Hast du mal etwas von dem Wildsatz gehört? FCS Wildkatz. Ja, das ist völlig fremd. Na, komplett suspekt auch, ne? Ja, man lässt sich auch nie zu erkennen, gell? Wie heißt nochmal der Torwart, wo man Völklinger ausgeliehen hat, der Junge? Patrick Herbrand. Und der kämpft nochmal zurück. Schon schon aus. Der Kroll als der Dummer. Wie alt ist denn der Junge? 19, 20? Nee, dürfte schon 20, ja. Aber so um den Kerl, 20, denke ich. Bleibe dabei, ich spiele echt gut heute nochmal. Ich bin schön mit meiner Schwätze. Oh, der war nix. Ich weiß, was er vorhat. Ich bin mal gespannt, wie man an der Halbzeitpause haben lässt. Stimmt, diese schon keine Aufnahme. Geht das gut? Und dann mit 60, 70 Minuten wieder mal zu Hause, ja. Genau so. Ja, ist so schön, dass die Sache nicht wert, dass man dann auf der Welt kommt, als weiter spielt, ne? Jetzt. Komm, jetzt halbherzig! Hol ihn dir! Kein Foul! Ja, rein!
Halten! Ja, Carsten, schön durchgesetzt. Hoppla. Ich glaube, die kämpfen mehr wie am Samstag der FC. Ja, nur ernsthaft, bitte, ganz schwer Stück Arbeit, Gesa. Weil Saar sehr körperbetont spielt und auch in die Knochen reingeht. Ja, das wäre ja auch Rennen wie in die Geflechte, da haben sie auch recht. Ja. In Drittweise finde ich auch soweit okay, bis auf die Tribünen, also 20 Euro. Ah ja, sitzt über Dach. Das kosten wir Sahne 5 normal. 12. Der orientiert sich schon immer an der höchstklassischen Mannschaft. So. Also egal wie ich finde es gut, dass so spielen Saarbrücken ist. Ne? Also kennt auch jetzt bei der Sportfreunde oder so. Einfach mal so Halbfinale im Saarlandpokal finde ich echt gut. Und ja, bei den Sportfreunden wäre es auch blöd. Ne? Da hast du gar keine Zuschauer. Ja, aber ist egal, ob es jetzt Sportfreunde sind oder. Sportfreunde, das haben wir doch letztes Jahr gehabt oder so. Und dann, ja, da kommen kein Leute hin. Weißt du? Ja, da passt, ich glaube, 1200 Leute oder so passen auf die Anlachthof. Das ist schon viel. Diese. Ja, gut, rascht voll, aber viel mehr ist da auch nicht mehr im Gang. Was haben wir da? Wie lange ist es noch? Oh, 5 Minuten. Alles gut. Es tut aber gut. Jo, in dem Moment. Ja, jetzt ist es gerade wieder. Und halt,
Dann. Wir haben nochmal den Ball zurückschicken und gut ist. Ja, komm. Das ist okay. Spielen heute die Frauen? Ja. Wer? Weinberg oder sowas. An die weiße Trikots, kann das sein? Weil wie ich eben vorbeigefahren bin, haben halt... Ich konnte es halt nicht erkennen, ob Mann oder Frau, aber halt weiße Oberteile oder ganz helle Oberteile. Zwei Uhr die hätten wir. Ja, kann ja dann Aufwärmtrikot sowas sein. Ja. Ja. Der hat gesehen, dass das abseits war? Gute Aue. Ja, von der Gegner war das gut. Hm. Aber ich glaube, der wird dann auch zu weit gehen, wenn er mir erlaubt. Schöner Seitwechsel. Alter war 2-1. Unglaublich. Aldewald macht was für unser Torverhältnis. Nur noch Gerswiller Verlierer. Und dann kann man in 40 Tagen schon die Meisterschaft klar machen. Gangbaum! Ja, ja, da. Schreiben wir was. Okay, ja, da. Nur. Christian, bin da. Innes. Bin auch da. Innes! Fabian! Aufschlag! Gut, aber sind wir doch mal ehrlich. Dadurch, dass wir auf dem Raschpult gewonnen haben, ist für Raschpult die Saison im Grunde jetzt vorbei. Weil die hätte müssen gewinnen. Helfen! Direkt Position nochmal. Warte. Weiter, warte. 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 Warte.
Pfeifarben. Halbzeit, ne? Wir sind noch nicht halt. Ja, Halbzeit. Lars, wenn ich dich gleich kann. Ja, nee. Also wenn, dann hätte ich sie ja so ein Gesicht gesagt, wenn was wäre. Weil wir sehen uns ja so selten, warum soll ich hier da nicht etwas ins Gesicht sagen? Und mir war ja sowieso klar gewesen, dass wir uns heute sehen. Also von daher. Aua! Ball aus. Ja, wenn wir den Mann
Anna, komm hoch! Oh, schön. Oh, Carsten. Christian. Ich erinnere mich, ich bin heute schon mal. Ja, da vorne.
War nicht ganz fit, ist schon Pause und 15 nach hat er angefangen. Das reicht jetzt. Ein Ton noch in meinen Eis. Ein Ton. Ein Ton. Jan. Ja, weil ihr hört ja gar nicht mehr auf. Anscheinend von mir. Was verstehe ich? Poste 3. Ich mal versuchen. Komm, erst einmal, Männer,
3-2 für Raschpool. Gegen den Spiel, ne? In Altewald. Ist dann doch Standes. Altewald hat 2-0 geführt. Auswechselspieler an. Der Sammer wechselt sich jetzt gleich mit innen. Der ist schon drin. Ah. Der ist drin. Der Ali. Genau. Und raus ist der Japaner und der Connor müsste raus sein. Komm! Ja, aber komplett über das Spanner. Ach so. Komm, Noah, komm, Junge. Jawohl. Und je nach Aktion merkst du, dass du Sommer schon hoch sich gespielt hat. Das sind so kleine Aktionen halt, ne? Ha!
Aber es ist Spiele mit Nana. Ja. Jetzt, wo es 4-0 oder so steht, oder 5-0. Frau führe 2-0. Hey, ohne Witz. Die Frau vom FCS. Ja, gut, dann geht das Spiel 2-2 aus. Du bist nicht bei der Frau, da gewinnst du nochmal. Wahrscheinlich liegt es dort dran. War nix. Synchronbewegung. Leck. Das hat aber halt so geil ausgesehen. Aber Alga hat die gleiche Bewegung gemacht, synchron. Komm, lass die Wege! Da hinten der 32. Ne, die 33, ne? Ja. Ja, spielt halt so egoistisch und macht viele Fehlpässe, ne? Ja. Wenn jetzt ein Fehlpass ist, dann sagt er schon noch, wo du so spielst. Ja, war doch eine Flanke. Du kennst halt ja, ne? Das Wunderwasser aus Frankreich, das auf die Knochen gelegt wird. Ohrschenkel! Lecker! Da nehmen wir auch Süppchen draus. Da sitzt ein kleines Kind, welches schmeißt du jetzt in den Kadaver vor die Füße? Nee, auf den Teller! Sehr schön, sehr schön gespielt. Sandra, das sieht echt gut aus. Ja, aber guck dir mal den Bewegungsradius mit der 33 da hinten an. Oh, shit.
Wir kommt Christian Runner und rin kommt. Wie du gesagt hast, 20 Minuten kommt noch einer rein. 20 Minuten vor Ende. Wo ist das? Weiter, Jungs! Ich hab gedacht, ist das denn, wo ist das? Komm, du Alter! Fahr die mit Robin, fahr die mit Robin. Geht's um hin oder zurück? Nee, wenn, entschuldige ich gerne mit, aber wenn wir Taxi hin, dann machen wir das vierte China da. Noch im Spiel. Noch im Spiel? Ja, ey. Das ist eine Woche vor der Saison. Am August geht im Grunde die Saison nochmal los. Also 27, 28 Juli. So, eine Woche vorher. Das ist normal, ist dann immer samstags im Sportfeld und dann ist es dann öfter. Ja, ja, und dort hier ist Sandhausen, der Top, die Top-Mannschaft. Beispiel, und dort in Nord ist dann bei denen dann halt die Party. Aber wunderbar Hinfahrer. Vielleicht halt am Zug. Ja, aber das ist immer noch mal genau bei dem Thema, was du gesagt hast. Alles entspannt. Ganz. Spielt. Ja, aber ist okay. Die Chance ausgleichen. Ja, die ist natürlich dreimal Post. Ja, das ist richtig, ne? Aber sonst, ja. Der Dom muss München zu stoppen. Ja. Ja, aber er traut sich. Das meine ich dort nicht. Er traut sich und nicht abgehen und dann, wo ist der Ball? Genau. Nein, der Hinweis ist schon, dass er schießt. Ist mir immer schon aufgefallen, wo der lange Ball da kam, wo die dann zu dritt gekontert haben, hat er schon wieder hektisch Wäsche anstatt in Ruhe. Er ist, glaube ich, 19, also auch noch jung. Gebt ihm auch noch ein Jahr. Erst 19, 34, ja? Der jetzt am Ball ist? Ich meine, ja. So, das war jetzt ein schöner Pass drin. Ja.
die lange Beine hingekrätscht. So ein blödes Tor kassiert er dann. Ne? Zwei, drei Mal halt er so gut. Ja. Ey, war der platziert? Geil abgelaufen. Geil abgelaufen. Fabi, jetzt komm doch nicht hier. Komm! Jetzt halt dich doch, Fabi. Ist schon gespielt. Bin da, Mann. Los, komm. Bei uns hat Dorman heute schon am Ball. Bei uns hat Dorman heute schon am Ball. Aktiv. Ich glaube, Ammo. Muss jetzt auch nicht sein, ne? Hey, Junge! Oh. Jetzt wollen wir mal auf die andere Birne. Weiter. Du kennst schon meinen Spruch, alles entspannt. Musst du aufpassen. Akku als Bereithalle, kannst du, dass es durchhält. Schön. Immer noch. Kann man mal mit einem Vorwurf machen. Man weiß, für mich ist es um die Spielzeit noch ein Spruch vom Sommer. Jungs, jetzt erhöhen wir nochmal das Tempo. Das geht schon so richtig ab. Ich glaube, das hat er aber eben gesagt. Ja, hat er es gesagt? Aber vom Verhalten, wie sie gerade spielen. Die letzten 2-3 Minuten. Na, nochmal keinen Kopf gelegt. Normalerweise hat er das so laut, dass der Gischen das auch hier hat und mitgritt. Und dann sieht man, immer, wie dann die Köpfe runtergehen. Aber schön Druck. Ja, aber die Abstände gehen immer größer. Schön durchgelassen. Die Abstände, die sind wir so eng beieinander, die schieben nicht mehr schön hin und her. Ja. Man merkt so langsam, dass die Karlsruhe dann mitgehen. Wer ist noch für Deutschland? Ja. Oh, es sieht so aus, als ob der Torwart falsch gefallen wäre oder komisch gefallen wäre. Ja, gut. Seid ihr so gut gehalten, jetzt hat er sich verletzt. Peter, ja. Entschuldigung. Ja, er sitzt auch entspannt. Thank you.
Ja, Fabian, so geht's so nicht, ne? Ob stehen oder leihe, das macht keinen Unterschied. Schöne runde Abhänge. Oh, solange man noch Spaß an der ganzen Sache hat, ist es in Ordnung. Ist nicht das erste Spiel, was ich verliere. Nee. Ist halt, ja, ist halt ein schweres Spiel. Komm, komm, Laura, komm! Drauf! Schuh devant, schuh devant! Ja, drauf! Oh, der Sommer hat sich mal gedreht. Ja, noch mehr, guck mal an. Abseits. Ernst für die Frau, wie du gesagt hast. Tja, die Töse sind, können sie nichts auf der Abwehr. Unterm Strich. Und wenn dann die Diane vor dem Durchspiel immer noch sagt, es ist vielleicht noch mal drin, vielleicht noch mal so drin. Noch gar also aktuell 2-1. Für die Frau. Ja, für unsere. Die 3 hat mir schon zu mir gesagt. Ja, die sind schwächer in der Tabelle, ja. Aber so wie die Mädels im Moment spielen, hat das so nichts zu heißen. Nur wie gesagt, wenn der Thailand sagt, oder jetzt immer noch sagt, ey, rechnerisch ist das noch möglich, ja, kann ich aber, da nicht richtig schwätzen. Aber ich habe ein Gespräch von dir in Erinnerung, wo du gesagt hast, wenn du nicht unter der ersten 4 bist, dann würde ich freiwillig darauf verzichten, auf Aufstieg. Ja. So, und das, wir sind jetzt in der Situation, was sind so 5. 6. ist egal, da würde ich freiwillig schenken. Na, also. Ist mir natürlich klar. Komm, Nico! Komm mal, faul. Ich weiß, in der Viertliga bei den Männern noch Mannschaft gekippt, die als Vierter mit. Okay, so. Die zweite Aktion, die dritte Aktion. Oh, gefährlich, ich müsste Freistoß geben für Katzbund. Der war doch. Ich hätte es auch anders schon gesehen. Klickerhart. Also, ich hätte es anders schon, genau. Falls ich drauf, dass er mit 2-3 niedere durchgegangen ist. Ja, aber, weil du gesagt hast. Er ist schnell. Aber irgendwas passt da nochmal nicht. Komm, komm, komm! 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 Komm, kom
Ganz stark! Gattaro! Komm, vorne hin! Außer! Zeig dich doch mal, du warst auch schon! Fabi! Sorry, Fabi, war zu spät. Nee, war nicht schlimm. Nur! Fabio, ja. Wir hatten unser Jugend am Wochenende gespielt. Nein. Gar nicht. Nein, spielfrei. Ja. Bitte was? Ach, ihr wart hier nicht für Streikel gewesen. Achso, das ist was anderes. Mach da ein Tor. Weiter. Ja, aber spielerisch erspielt, ne? Trotz allem. Ansage. Letzte Minute! Attacke!
Torschau, Karlsbund Spezial und sein Tor in Enddurchschleife. So. Ja. Und ihr gesagt, noch eine Minute oder letzte Minute. Ja. Oh, ja. Junge, echt die auf, ey. Mach Geld, ey. Ey, Hast du gesehen, oder was? Das ist Geld, die Dinger. Ja, der hat die Karte gefordert. Ah ja. Da muss Sali nur aufpassen, wenn der Schiedsrichter das sieht. Das kann man auch als Ball wegladen auslegen, ne? Hat er ja gar nicht gewertet. Ja. Schlussoffensive.